Mein erstes ersteigertes Kleidungsstück steht hier auf meinem Kopf. Hallo, liebe Radwander und Wohnmobilfreunde. Wir sind hier unsere Italien-Tour weitergefahren und befinden uns in Sirmione auf dem Campingplatz Tiglio oder Tilio, wie sich das ausspricht. Ich will euch ein paar Eindrücke vermitteln. Vielleicht juckt es ja den einen oder anderen, dann auch mit ihr herzufahren. So, der erste Eindruck ist, halt, mein Inspektor muss stehen bleiben. Was haltet ihr von diesem Eindruck, wenn man hier am Tor steht, zum Eingang? Na, ist doch nicht schlecht, ne? Hier geht's zur Rezeption. Mein Inspektor sucht nach Fehlern. Ja, hier an der Rezeption vorbei. Da werden Fahrräder verliehen. Dann haben wir einen kleinen Supermarkt und ein Restaurant anhängend. Hier links gibt es auch noch Ferienwohnungen, die man mieten kann. Es ist alles sauber und ordentlich und gut angeordnet. So, um das Restaurant drumherum gelaufen, kommen wir beim Spielpark für Kinder. Und zu einem Schwimmbad. Ich will hier noch nicht allzu viel Aufhebens machen. Ja, es ist sehr gut gefragt im Augenblick, das Becken, weil der See ja sehr unter dieser Trockenperiode auch leidet und man hier, ich weiß nicht, wie viel tausend Kubikmeter Wasser jeden Tag ablässt, um die Region hier mit Wasser zu versorgen. Ja, schätzungsweise mit meinem Auge sind es 2,5-3 Meter, die, wie sag mal, in die der Wasserspiegel gesunken ist. Ja, wenn man hier die Straße runterkommt, sind links und rechts Stellplätze und ein Ausblick über den See in Richtung Lazise, Garda. Ich weiß, ich kann es nicht richtig einordnen, aber heute top Wetter, alles klar, nicht diesig oder kaum diesig. Ja, ich werde hier nicht durch alle Gassen durchgehen. Mach mal links und rechts einen kleinen Schwenk rein. Hier sind Mietzelte. Und wenn ich auf die andere Seite rüber schwenke, wo wir stehen,
sind es Wohnmobile und Wohnwegen, die hier stehen. Wie gesagt, geradeaus ein schöner Blick. Wurscht. Ich habe Zettel dabei. Felix, bleib mal hier. Adressübergabe. Ja, vielen Dank. Machst du wieder für deinen Kanal? Ja. Okay. Mache einen kleinen Rundgang. Wo finde ich dich da unterwegs? YouTube. Ja. YouTube-Kanal Hubert Dreschler. Wie hinten bei mir am Wohnmobil dran steht. Okay. Ja, alles klar. Jo, okay, jo, ciao mal. Hast du von dem Platz auch was drin? Das kommt noch. Das kommt jetzt. Das kommt noch. Ich habe, was ich dir zeigen oder euch zeigen kann, ist, ich habe auch noch ein paar Drohnenaufnahmen auf dem Handy vom Platz. Okay. Kannst gerne mal reingucken. Das ist natürlich der Hammer, Leute. Ja, jetzt sind wir hier am Ende des Platzes angelangt. Ja, was muss ich euch noch zeigen? Keine Ahnung. So, jetzt will ich noch schnell die Sanitärräume euch zeigen. Damit ihr auch da einen Überblick habt. Ja, das sind hier die Abwaschbecken von außen mit kalt und warm Wasser. Ich gehe mal nach hinten. Zeige euch, was da noch ist. Hier hinten haben wir die Kassetten-WC-Entleerung. Nichts Spektakuläres. So, dann gehe ich mal hier rein, hoffentlich stören wir jemanden. Das sieht nicht so aus, als würde mich jemand stören. Hier nicht großartig weiter, hier Waschbecken, hinten WC, Duschen und so weiter und so fort. Ja, alles sauber, Föhn, alles da. Und das gleiche gilt auch da drüben für die Frauenseite, ich war jetzt auf der Herrenseite hier. Und hier drin haben wir noch Waschmaschine und Trockner. Ja, dann habe ich euch eigentlich alles gezeigt. Ja, liebe Wohnmobil-Rad- und Wanderfreunde, das war meine Platzvorstellung vom Campingplatz hier in Sirmione. Ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Video, euer Hubert. Ja. Na, darf man da mal ein bisschen? Jetzt habe ich gedacht, Ferrari, ich bin enttäuscht. Oh, aber nicht fein. Das war die Geburt eines Nabelschnur abgehängt. Versorgung unterbrochen.
Ja, das sind die Erlebnisse, die man hier hat. Boah. Ja, wir sind in Sirmione gelandet, Leute. Mein erstes ersteigertes Kleidungsstück, seht ihr auf meinem Kopf. Ja. Ja, das sind unsere Eindrücke vom Gardasee. Ja. Frau. Frau. Wer sitzt denn da? Wer steht denn da?